Willkommen im Nährsand. Wir haben viel von euch gehört. Und wir sind eurer Einladung als beide gefolgt, euer Ehrwürden. Hochwürden, verzeiht. Kein Problem. Er gibt jedem von euch die Hand, nickt euch zu. Ihr könnt ehrliche Dankbarkeit in Jesidoros Augen bemerken. Ihr seid die ersten Recken, die tatsächlich so sehr viel über die Schiffe herausgefunden habt. Habt eine Dämonenarche vernichtet und Xeran übel mitgespielt. So wie mir zugetragen wurde. Ich wünschte, wir hätten den Splitter erbeuten können. Wir haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Ahmad ist von uns gegangen. Auch von ihm habe ich gehört. Seine Geschichte soll nicht vergessen werden. Nun, wir haben euch nicht rufen lassen, aber wir haben euch eingeladen, da wir vor wenigen Tagen einige Mühsamkeiten hier in Nersand hatten, die nichts mit euch zu tun hatten. Es fing alles kurz nachdem die Dämonenarche in den Strudel runtergezogen wurde. Das passiert häufiger mal, aber kurz danach, gab es einige Mordfälle hier in Nersand. Es ging wohl alles dabei um ein heiliges Artefakt der Theaterritter, das wir schon viel zu lange vergessen hatten, möchte ich sagen. Es ruhte einfach bei uns unten in den Archiven, unter den Opfergaben an Effert. Warum liegt ein Artefakt der Theaterritter bei euren Opfergaben? Ihr müsst wissen, dass die... Fangen wir vorne an. Was wisst ihr über die Theaterritter? Nun, sie haben sich zu Arivor gegründet und das Land von den Goblins befreit. Das, was jedes Kind weiß. Richtig. Arivor. Im Süd... Westen von hier. Zumindest zogen sie dann durchs Land und befreiten das Bornland von widernatürlichen Kreaturen. Und als sie dann verfolgt wurden von der Praios-Kirche, ihr müsst wissen, dass es Rondrianer sind, diese Theaterritter, als sie von der Praios-Kirche dann durch einige, ich sage einfach mal, Missgeschicke verfolgt worden sind, haben sie sich zurückgezogen und von hier aus sind sie dann rüber ins Riesland. Zumindest vermuten wir das. Sie haben einige wenige Besitztümer zurückgelassen, unter anderem dieses rote Buch. Allerdings wissen wir nicht, was dort drin steht, da es nicht geöffnet werden kann. Wie dem auch sei, es gab einige Mordfälle und einige andere Abenteurer haben dann versucht, sie aufzuklären. Das ist ihnen allerdings wenig gelungen. Ein paar Haudraufs, möchte ich sagen, ein Chorgeweihter, ein Alchemist. Es waren eher Vagabunden als Helden, zumindest haben sie uns das Buch wiedergebracht und danach haben wir sie weggesperrt. Weggesperrt? Obwohl sie euch das Buch gebracht haben? Nun ja, sie haben für viel Chaos in der Stadt gesorgt, das möchte ich sagen. Und nichtsdestotrotz haben sie den Auftrag erfüllt, nicht wahr? Euch dieses Buch wiederzubringen. Nun gut, ich will euch nicht sagen, wie ihr eure Stadt zu halten habt. Es ist nicht meine Stadt. Das war wohl eine Anordnung des Ratsmeisters. Gut, zumindest haben wir dieses rote Buch und da ihr in letzter Konsequenz Helden der Erfahrtkirche seid und von uns dementsprechend ausgezeichnet werdet, hier habe ich zumindest die Freigabe der Erfahrtkirche erhalten, wollten wir euch mit in dieses Ritual einweihen. Um was geht es bei diesem Ritual? Wir werden dieses Buch der Theaterritter für immer hinter Verschluss halten. Wir werden es im Strudel versenken, auf dass es nie wieder Ziel von Lug und Trug werden kann. Das ist wohl für die Paktierer wichtig war, möchte man wohl meinen, soll Effert es beschützen. Wir werden es im Strudel dem Heiligtum übergeben. Ist es wirklich sicher, da kann man noch runtertauchen oder nicht, wenn man gut tauchen kann? Nein, niemand, der dort jemals heruntergetaucht ist, kam zurück. Zudem ist es verboten. Die Effertkirche verbietet, dass das Heiligtum, das unten in diesem Strudel wartet, aufgesucht wird. Eine große Statue. Ein Wächter, ein Alvaranjar Efferts. Wie kommt es dann, dass die
dass die Dämonenarchen mit solcher Gewalt immer wieder versuchen, dort hinunterzutauchen. Nun, laut unseren Informationen findet dort unten ein Angriff statt, ein Angriff auf den Alvaran Yar, und der wird blutig zurückgeschlagen, oder nun ja, nicht weniger blutig, aber zumindest verziehen sich danach die Dämonenarchen immer wieder, wenn sie nach oben tauchen. Diesen gewaltigen Kräften können auch sie nicht widerstehen. Nun, ich muss gestehen, ich habe mit einigen Magiern gesprochen, die ihre eigenen etwas abweichenden Theorien hatten, aber dieses Ganze, was Archen tun, ist nichts, was ich jemals ganz dicht durchblickt hätte. Wir werden es wohl niemals erfahren, was dort unten ist, was die Archen dort tun. Also gut, wenn ihr mögt, dann schließt euch doch Koi Walseref an. Er wird das Ritual beginnen, wenn ihr soweit seid, wenn ihr noch ankommen wollt oder wenn ihr euch zurückziehen wollt. Ihr seid natürlich auch eingeladen im Effa-Tempel oder in den Gasthäusern im Drumherum liegend. Nun, ich denke, wenn meine Begleiter nichts dagegen haben, sollten wir alsbald beginnen. Auf uns wartet noch mehr Arbeit. Genau, die Reise durch die blutige See. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns beginnen. Koi Walseref hat ein kleines Segelboot fertig gemacht, das hier direkt am Tempel steht. Er hilft euch ins Boot. Ihr könnt erkennen, dass hier wohl unverhüllt ein Buch liegt. Rot mit einem Löwen darauf und einer schweren, dicken Kette rumgeschlungen mit einem merkwürdigen, seltsamen Symbol. Auf dem Weg dahin würde ich gerne Jalan etwas zuflüstern. Oder etwas flüstern fragen. Sagt Kapitän, bei euch kämpft die Priuskirche gegen die Rondra-Kirche? Habe ich das richtig verstanden? Es ist lange her und etwas, das besser von Theologen diskutiert wird. Nun, deswegen sollte man auch an Boron glauben. Ihr solltet es nur nicht zu laut erwähnen, wenn die falschen Leute anwesend sind. Ich verstehe. Nun, doch eine weitere Frage habe ich. Was sind Goblins? Als wir in Festum waren, habt ihr manchmal diese kleinen, abgerissenen Straßenkinder gesehen, die so aussehen, als hätten sie rote Mäntel an? Ich glaube schon. Das sind Goblins. Die werden nicht größer und sie haben ein rotes Fell. Oh, interessant. In Tobrien sind sie die reinste Landplage und es ist Leuten bei Todesstrafe verboten, ihnen Metall auszuhändigen. Nun gut, wir sind nicht zu Hause. Seltsame Sippen. Nun ja, gut. Ich werf mal einen Blick auf dieses Symbol oder dieses Siegel, wie auch immer. Sagt mir das irgendwas? Kann ich es irgendwie erkennen, zuordnen? Sagen und Legenden. Kannst du auch ableiten auf Götterkulte, wenn du möchtest. Ich würde sie dir um nur 18 Punkte erschweren. Gut. Ich nehme, glaube ich. Sagen und Legenden ist einfach alles. Doppel normal, denn aber. Doppel 1 ist immer drin. Sagen Legenden normal? Oder? Genau, sagen Legenden ist normal. Ja. Fast geschafft. Fast. Willst du da nicht einen Chip reinsetzen? Mhm. Nö. Ja, auf alle Fälle ein altes Siegel der Theaterritter. Wirklich viel kannst du dir darauf nicht reimen, weil auch du wenig mit den Theaterrittern zu tun hattest. Sie wurden wohl ungefähr 300 gegründet, das weißt du, beziehungsweise 300 gab es eben diese Katastrophe. Eigentlich wurden sie dann um Bosperans Fall herum in Arivor gegründet, zogen dann aus und nach 300 Jahren ihrer Schaffenszeit gab es wohl einen Anschlag auf die Kaiser oder den Kaiser, und dabei hat die Praios-Kirche, die Rondra-Kirche, verdächtigt, den Kaiser umgebracht zu haben. Erdolcht mit einem Rondra-Kamm, beziehungsweise erstochen. Und daraufhin kam es zu dem Erntefest-Massaker und die Praios-Kirche verfolgte blutig die Theaterritter, beziehungsweise die gesamte Rondra-Kirche, woraufhin die Theaterritter sich zurückzogen. Im Zbornland und von Festum nach Nersand und von dort aus ins Riesland nach Rakshasa. Das ist das, was du weißt, aber was das für ein merkwürdiges Symbol ist oder warum das Buch rot ist, keine Ahnung.
Okay. Es wird auf ein kleines Floß aus geflochtenem Schilf gelegt, darauf noch einige Muscheln und einem schimmernden Gwenpetrelstein. Werdet ihr ablegen, gemeinsam mit Jesidoro und Koi. Das ist nur eine kurze Fahrt zum Rand des Strudels, dort eine kleine Sandbank, die euch dann den gewissen Halt bietet, woraufhin Koi das Floß zu Wasser lässt. Es taumelt ein bisschen in den Wellen und bewegt sich zuerst allmählich und dann immer schneller und schneller auf den immer enger werdenden Kreis in die Mitte des Strudels, bis es dann letztendlich versinkt. Das Leuchten des Steines ist die einige Herzschläge noch lang auszumachen und dann liegt es den Fluten dunkel vor. Das rote Buch ist auf immer verschwunden und wird nie wieder gesehen werden. Effert ist ewig und dies ist sein Haus, sagt der Bewahrer. Möge er es hüten. Möge er es hüten. Und beten wir zu allen Göttern, die hören mögen, dass auch er es wirklich ist, der das Buch in Empfang nahm. Und damit beende ich diese Kampagne.